Hallo zusammen, hier ist wieder heute und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, das wir uns direkt schon im Pre-Patch holen können. Und zwar habe ich das schon einmal gelernt. Hier in der Toybox schimpft sich Saat der erneuten Seelen. Dieses Toy, seht ihr schon, hat das gleiche Symbol wie die Soul Shape Gestalt, die man als Covenant-Fähigkeit hat. Und die macht auch was Ähnliches. Und das können wir uns nämlich gleich mal anschauen. Saat der erneuten Seelen, benutzt, gebt euch den Geistern des Waldes hin und verwandelt euch in eure Seelengestalt. 5 Minuten Abklingzeit. Das ganze Ding hält dann 10 Minuten lang und wie gesagt, 5 Minuten Abklingzeit, ihr könnt es theoretisch durchgehend nutzen. Jetzt denkt ihr euch, warum brauche ich so ein Toy? Es ist so, dass die ganzen Covenant-Feature aktuell ab Dragonflight Start, beziehungsweise jetzt schon mit dem Pre-Patch, nicht mehr in der alten Welt, beziehungsweise irgendwo außerhalb von Shadowlands funktionieren. Heißt, man kann die Shape-Gestalt nur noch in Shadowlands-Content einsetzen. Mit diesem Toy könnt ihr sie wieder überall einsetzen. Was ist jetzt die Geschichte an dem, die ein bisschen geändert ist? Wir können es jetzt einmal einsetzen. Ihr seht, wir haben weder einen Extra-Button, noch sind wir schneller. Also das ist eine rein kosmetische Sache. Ihr werdet weder dadurch beschleunigt, noch könnt ihr dementsprechend einen Extra-Button drücken und euch nach vorne teleportieren. Die alte Soul-Shape-Gestalt gibt es immer noch, aber wie gesagt, die könnt ihr nur in Shadowlands-Content benutzen. Wo kriegen wir dieses Toy jetzt her? Wir können das einfach bekommen, indem wir als Nightfee, ne, mit dem Nightfee-Covenant, einmal hier in die Packzentrale Herz des Waldes gehen und dann hier oben bei dem Händler, der euch erlaubt, die Soul-Shape-Gestalten zu ändern, einmal quatschen und dann gibt es da eine Quest. Diese Quest habe ich natürlich schon absolviert, deswegen habe ich das Toy und die schaltet ihr dadurch frei, dass ihr mindestens, da gehen natürlich jetzt die Meinungen auseinander, 7 oder 9 Soul-Shape-Gestalten habt, dann kriegt ihr das. Also holt euch einfach 9 Stück. Da gibt es einige auch bei Händlern. Ich habe auch verschiedenste Videos zugemacht, wie ihr einige kriegt. Ich glaube, ich habe mittlerweile 50 aufwärts von den Dingern. Also es gibt sehr, sehr viele. Einige könnt ihr sehr einfach bekommen. Da könnt ihr gerne in meine Videoguides noch reingucken. Manche reden auch davon, dass man bei dem Covenant der Nightfee dann Renown 80 sein muss. Ich kann es jetzt nicht bestätigen. Ich bin mit dem Main Renown 80 und habe dementsprechend auch weit über 50 Soul Shape Gestalten. Dementsprechend habe ich die Quest direkt bekommen. Solltet ihr die Quest nicht haben, schaut, dass ihr ein paar Soul Shape Gestalten zusammenkratzt und dass ihr vielleicht euren Renown hier noch ein bisschen erhöht, um dementsprechend die Quest kriegen zu können. Mehr gibt es zu dem Toy nicht zu sagen. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr positiv werdet. Und sonst sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin. Ciao.